Also wenn man bei meinem selbst schon Cola hat, wenn du ruhig bist. Ja, da haben wir schon ein schönes Zipperlein. Das ist gut. Oder bist du schon Rentner? Du vielleicht, ich schon. Ich schicke die Parteileitung, hier in der Firma ist Strom drin. Das müssen wir politisch, das war bei. Ich habe da das Buch mit und da gehen wir der Sache jetzt auf den Grund. Da habe ich im Prinzip als erstes schon entdeckt, meine Hand für mein Produkt, haltet mal alle eure Hände hoch. Die haben sie noch alle. Da muss der nicht da sein, dem das irgendwie Dreck am Stecken hat. Da ist der nicht da. Aber im Prinzip ist das, das war die letzte Öffnung. Du setzt mich bitte in die Regelmäßigkeiten, die sich in der kleinen Firma hier ergeben haben. Was sind das? Jungs, ich bitte um Diskussion. Wo lag's denn? Woran lag's denn, dass wir alle nun die Uniform tragen müssen? Das liegt mir am Arbeitsamt, das liegt hier ganz woanders. Da gibt's Artikel in dem Buch, die ich gefunden habe, die müssen wir einfach viel mehr beherzigen. Im Betrieb, dessen Tätigkeit die Grundlage für die Schaffung und Mehrung, zweite Zeile links, des gesellschaftlichen Reichtums ist, würden die Lehrtätigen unmittelbar und mit Hilfe ihrer gewählten Organe, habt ihr überhaupt gewählte Organe hier gehabt? Ja, 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 ich schon da. Wir haben keine Organe. Ihr habt doch keine Organe. Und dann, wenn dann alles schief geht, dann regelt das näherreste Personalabteilung. Dann. Augen, die sind noch gut, die Arme sind zu kurz. Da habe ich dann noch einen Artikel, den habe ich auch noch gefunden. Jeder Bürger hat die Pflicht auf Schutz seiner Gesundheit und seiner Arbeitskraft. Habt ihr das immer berücksichtigt? Wie lange warst du krank? Immer ruhig. Insgesamt 5 Jahre. Gerechnet mit den 4 Jahren, die du hier warst. Ja. Seht ihr, und das sind nämlich die Kleinigkeiten, warum das hier gar nicht so weitergeht. Ich habe da noch so ein Ding hier. Jeder Bürger, jeder Werktätige, jeder Genosse hat das Recht auf Freizeit und Erholung. War das hier immer so? Freizeit und Erholung. Ja, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ihr wart hier zur Freizeit. Hä? Da hat man da immer Kollegen gesehen mit der Kaffeetasse. Du warst auch manchmal hier zur Herbstruhe. Hä? Was das Volkesende schaffen, und das sehen wir hier, das sehen wir. Was die. Moment. Da habe ich ja 4 Striche dran gemacht, da würde ich das so 4-mal vorlesen. Ist doch des Volkes eigen. Jungs, nehmt euch mit, was euch gehört. Das Firmeneigene Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Leistungen,
Klammer bezahlt, das heißt, wir vergelten die Kritik. Warum bauen wir hier keine Autos, so was wie Trabi? Da sind einige technische Daten mir zugekommen von dem ganz neuen Trabi. Die will ich euch mal kurz kundtun, das ist mal ein bisschen vor ESO-Undi, das haben wir bloß bei der Branche bekommen hier. Der Motor. Das ist ein luftgekühlter Zweizylinder, ein Zweitakter mit Drehschieber, Einlasssteuerung. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen, dass das technisch geht? Nee. Ventile. Da haben wir sie. Doch, habe ich. Nockenwelle. Nein, Lasschieber. Fische. Braucht das Ding. Dinge. Ein Zahnriemen, der immer reißt, wenn der Frau lieber ein Ball, wenn es so ein Wetter ist wie dort hinten gerade. Ist okay. Die Zündung. Molotow. Molotow mit Abgas. Zündkerzen. Blitzkaff 175 HL. Mädchen. Und die SSR. Vergaser. Einlochschlauch. Rüsselvergaser. Badatsch die Bratislavia. Sorry. Lichtmaschine 30 Watt auf wie viel Volt? Das steht ja gar nicht da. Sonnenuntergang Peking. Benzinbombe. Der, wie oft bist du schon shaken die mit einer Benzinbombe? Wenn du so Kleidungen geht, gell? Hat ja gar keinen. Der Anlasser, das ist von der Großfirma FAB. VEB, Anlasserkombinat, Winterschreck. Fabia, das ist ein Frontantrieb. Vorne rechts. Einzelradaufhängung fürs Ersatzrad. Ein Gelenk hinter Faxe. Wenn Sie stören, nehmen wir hier die Nase. Wir machen es weiter. Das gibt dann so ein Verfahren. Langsam. Wir haben einen Dienstwagen hier dabei. Aber das ist Ausschluss aus der Partei. Damit findest du keine Arbeit mehr, Junge. Das finde ich auch so. Wieder. Das ist aber eine schlechte sozialistische Einstellung. Sie wollen bloß nicht, stimmt's? So ist es. Wir suchen da noch einen bei Gucken, Horsch und Greif. So? Bei der Stasi. Als Greif. Das muss uns wirklich die Falte. Das hat man mir in der Parteischule nie gezeigt. Hinten ist das. Das ist hinten. Aber ich lasse von vorne. Jetzt kommt noch der wichtige Hinweis. Das Zentralkomitee der Einheitspartei Deutschland hat beschlossen, jedes noch in der Deutschland gebautes Kraftfahrzeug wird mit einer automatischen Stasi-Kurskontrolle ausgestattet. Das ist ein Druckfehler, ja. Dieses bewirkt, dass in einem Fahrzeug, das sich länger als 2 Stunden in westlicher Richtung bewegt, die Kupplung explodiert. Zum Schluss möchten wir noch einen Hinweis geben. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem Trabi im In- und Ausland kann der nächste Wagen in erst circa, wie immer, 16 Jahren geliefert werden. Deshalb gleich den nächsten bestellen, das könnt ihr bei mir machen mit dem Vor. Das ist ein Personenzug, führt durch die deutschen Lande. Im WC befindet sich der bahnamtliche Verkehr. Die Benutzung der Klosets ist nur während der Fahrt. Entschuldigung, steht nicht auf. Husch auf. Ist nur während der Fahrt und nicht länger als 5 Minuten gestattet. Ein Kreuze liest dies und schreibt darunter. Wer hier mal was verrichten will, der soll sich aber sputen. Die Bahnverwaltung gönnt ihm nur zum Schein 5 Minuten. Kommt darauf ein Bayer. Kann doch nicht kurz lösen. Und schreibt weiter. Wer diesen Vers geschrieben hat, der war gewiss aus Preußen. Denn wer nicht viel zu fressen hat, kann auch nicht lange schaffen. Nee, lach nicht, jetzt kommt ihr. Schreibt der Schwabe dazu weiter. Wer aber das geschrieben hat, war gewiss ein Bayer. Denn
die fressen viel und scheißen wie die Eier. Jetzt kommt ein anderer, nennt sich ein Sachse, schreibt darunter: Sehet hier die deutsche Einigkeit, hier tut sich das beweisen. Dem einen gönnt's fressen nicht, dem anderen nicht das Scheiden. Den Schluss, den schreibt ein Österreicher: Wer Freud und Einigkeit sehen will, der braucht nicht weit zu wandern. In unserem lieben Österreich scheißt einer auf den anderen. Da sieht man dann hier im Film ganz gut, wo sie verschütt gegangen sind. Wir haben drüber geflogen und voll besetzt mit zwei, drei Mann in den Wald reingeschossen. Ja. Und sie bis an, wir brauchen mal einen Zweier. Wir brauchen einen Zweier. Und erstmal muss ich nicht wissen. Nee, ich war am Freitag ist der Abbrechung. Und alle! Yeah. So, ich hab schon so oft in die Kamera gerechnet, ich hab euch frei. Bisschen mehr Stimmung, Jungs, ihr kriegt 50 Mark extra. Yeah! Ja! Nicht wirklich. Ich werde nicht ein Bürger der DDR. Genosse Köller, nehmen Sie Haltung an! Und jetzt sage ich euch, dass ihr zu ist.